ist mal wieder soweit, meine werten Damen und Herren. Es gibt wieder Kick the Buddy. Aber heute etwas, was ihr euch die ganze Zeit schon gewünscht habt. Und zwar werde ich nämlich den Buddy jetzt wechseln. Und zwar haben wir nämlich, wenn wir ganz genau hingucken, oben rechts, auf mir die ganze Zeit reinzureden, haben wir hier oben rechts eine Kamera. Und diese Kamera kann man tatsächlich drücken und dort finden wir dann die Galerie. Und in dieser Galerie habe ich jetzt zum Beispiel ein wunderbares Foto von mir. Das heißt also, wir können jetzt einfach so ein wunderbares Foto von mir hier mit reinpacken und können dann dafür sorgen, dass ich der neue Buddy bin, okay? Das heißt also, wir packen jetzt dieses wunderbare kleine Foto hier mit rein. Es ist jetzt nicht identisch perfekt, aber es wird schon passen. Es ist von heute von mir und das bin ich! Wow, das heißt, ich bin heute der Buddy. Das heißt, wir gucken mal, was wir für neue Waffen noch gar nicht ausprobiert haben und checken mal, was ich so aushalten kann. Aber davor würde ich noch mal gerne schauen, was wir mir noch anziehen würden, weil ich möchte nämlich, wenn ich hier im Spiel schon bin, in Stil gekleidet sein, okay? Was ziehe ich mir denn an? Auf jeden Fall ein paar nice Feuerschuhe. Oh, schaut euch diese Feuerschuhe an. Sehr nice, muss ich schon sagen. Sehr nice Fit. Dann haben wir hier, oh, eine Cappy kann ich mir anziehen, okay. So eine Maske, so eine goldene Maske. Sag mal, wie würde das denn mit goldener Maske aussehen? Oh Gott, ein Turban gibt es hier. Was ist denn? Ein Balaklava? Was ist denn ein Balaklava? Oh nein, das ziehe ich mir mal an. Was? Das ist ein Fake! Das hat gar nicht funktioniert mit der Maske. Oh, Mann. Okay, gut. Ich brauche irgendwas anderes. Ich brauche sowas wie diesen... Propellerhut. Okay. Jetzt habe ich hier einen Propellerhut. Mann, hör auf, die ganze Zeit herumzulabern, Roman, okay? Hör einfach auf, die ganze Zeit zu labern. Ich hasse dich, Roman. Ich hasse dich. Mann, das tut richtig gut. Okay, Roman. Dann chill mal hier, okay? Wir ziehen hier noch ein T-Shirt an, Roman, damit es dir gut geht. Tut gut, mit sich selber zu sprechen. Manchmal hat man einfach Bock, sich selber mal eine reinzuboxen. Und das machen wir heute. Was kann ich mir denn noch anziehen? Hier, ein Squid Games Kostüm. So. Ein Squid Games Kostüm mit diesem kleinen Propeller auf dem Kopf. So, Roman. Gefällt dir das, du kleiner Roman? Junge, wie nice ist das denn? Okay. Dann checken wir mal nochmal aus, welche Waffen wir noch nicht hatten, ne? Wir können mal hier reinschauen. Stuff, okay? Und haben dann hier nochmal bei Objects, glaube ich, noch ein paar Sachen gehabt, die wir noch gar nicht hatten. Zum Beispiel Roach Killer. Hier, schon mal. Roach Killer. Hier, das ist so ein Spray. Wird dir dann schlecht, Roman, hä? Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Weinst du etwa, Roman? Oh, der Roman ist doch so am Weinen. Hör auf zu heulen, Roman, okay? Nimm noch ein bisschen von diesem Spray. Das tut dir gut, Mann. Yeah! Hey, was machst du da, Roman? Excellent choice. Roman, was machst du da? Oh, Roman hat da gerade einfach hingekotzt. Nein. Roman, hör auf. Hör auf, Roman. Nein. Er hat da schon wieder hingekotzt. Roman, du bist doch nicht hier auf YouTube nur um zu kotzen. Meine Güte, ist das schlimm. Es geht auch direkt aus dem Mund raus, gell? Oh mein Gott, ist das dumm. Okay, okay, weg mit dir, Roman. Alles gut, alles entspannt. Du bist wieder gesund. Du bist wieder gesund. Was passiert, wenn wir Roman aufblasen? Da passiert gar nichts, gell? Guck mal. Da funktioniert der Propellerhut dann ganz kurz. Okay. So, was sind Colored Balls eigentlich? Oh, Colored Balls, was kann man damit machen? Damit kann man einfach nur ein bisschen herumschmeißen, gell? Die hatten wir letztes Mal auch noch gar nicht. Hui, hui. Oh. Okay, aber im Prinzip machen die gar nichts, gell? Oh, Alter, was? Wie sah das denn aus? Oh, krass. Roman ist einfach gestorben von den Colored Balls. Oh nein, Roman, stehst du wieder auf? Oh, da ist er ja wieder. Moin, Roman. Hi, willkommen wieder zurück. Hey, Leute, was geht? Krass, Mann. Roman redet sogar. Okay, so, Baby Cubes, die hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht. Was machen die eigentlich? Kann ich den da... Oh mein Gott, ich kann ihn da einfach reinwerfen. Das hat aber Roman wehgetan. Hui! Roman, was ist nur los? Alter, was? Die Baby-Cubes sind ja richtig stark. Die hauen einfach Roman direkt K.O. Okay, was gibt es noch? Cutlery. Wir hatten auch Cutlery noch gar nicht. Das sind so Messer oder sowas. Oh, krass. Guck mal, das kann man hier so reinwerfen. Oh, dann backt Roman sogar so ein bisschen. Krass, krass, krass. Guck mal, man sieht ganz kurz meine Cappy, wenn man da die Sachen macht. Krass. Okay. Torch, Glas, hier, Spines. Splendid. Was sind die Spines? Roman, leg dich da mal drauf. Oh, Roman, du musst aufpassen, von unten kommen da gleich ein paar Spikes hoch, ne? Das wird da auf jeden Fall wehtun.
Roman, aufpassen von unten! Die Spikes! Die Spikes! Oh nein! Wow! Der Spike ging Roman ganz schön in den Hintern. Wuppa! Oh, der arme Roman Romanski. Aua, 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 aua. Ist das dumm. Was können wir denn noch benutzen? Die Buzzsaw, Ballistic Knives, das ist alles relativ langweilig. Es gibt noch Excalibur, das kostet 8.900. Könnte man vielleicht für später nochmal überlegen. Was könnten wir denn noch machen? Food, Liquids, haben wir bei Liquids alles gehabt? Da gibt es Water Gun für 3.900. Komm, lass mal die Water Gun holen. So. Oh, krass. Alter, was? Was? Mit einem Schuss Wasser direkt besiegt? Boah, krass, man kann den einfach richtig waschen. Hier, bitteschön, Roman. Ha? Jetzt wirst du endlich mal gewaschen, du kleiner Stinkstiefel. So, wer wird hier richtig gewaschen? So. Ich kenne da jemanden, den ich viel besser waschen könnte. Warte mal ganz kurz. Ey, was geht? Lars, hey, alles klar. Ich werde dich jetzt erstmal waschen. Tja, jetzt kriegt der Lars erstmal das, was er verdient hat. Erstmal ein bisschen Wasser. Das alter Lars liegt da unten links drin, als ob der betrunken wäre. Das ist ja richtig nice. Okay, lass mal gucken, was wir noch. Was passiert, wenn man Lars einfriert? Komm schon, wir frieren ihn mal ein. Wird dann sein Gesicht auch blau? Nee, komm schon. Der letzte Fuß muss auch noch eingefroren werden. So, schönes Ding. Ja, sag mal, Lars, was ist denn jetzt mit dir los? Lars, du bist ja ganz kalt geworden. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da braucht er jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Wasser. So. Schön. Was bringt denn die Gießkanne überhaupt? Die Gießkanne ist ja genau das gleiche wie der Wasserstrahl. Oh mein Gott, ist das nervig. Okay, was machen wir mit diesem Hotdog? Ich kaufe ihn auch mal. Komm, lass mal einen Hotdog schicken. Was? Lars? Was ist denn jetzt mit Lars los? Oh mein Gott, er isst einfach diesen Hotdog. Guck mal, wie viele Hotdogs er isst. Sag mal, wird Lars dicker? Ey, Lars wird dicker, Lars wird dicker. Da ist wieder... Oh, Alter, Lars! Was? Lars ist einfach vor einem riesigen... Der ist einfach von den ganzen Hotdogs geplatzt. Guck mal, da rollt er. Warte, wir geben ihm noch mal Hotdogs. Komm schon. Ha, komm schon, komm schon. Jawohl, könnt ihr, Bruder, könnt ihr. Könnt ihr, ist mehr... Oh, oh, oh. Wow. Das ist richtig gut, ey. Das war richtig nice. Wir können Lars mal so einklemmen. Oh, Lars. Oh, Lars, sieht ganz schön schlimm für dich aus. Larsi, die Wände kommen. Lars, du musst aufpassen, du Armer. Lars, pass auf. Nein, nein, nein. Und was? Das war's schon? Hey, ich war noch gar nicht fertig. Jetzt kommen die Wände, Lars. Das wird ganz schön eng. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, da wird der Lars ganz dünn. Da wird der Lars ganz dünn. Da wird er ganz dünn. Oh, geplatzt. Alter, ist das witzig. Das ist so cool mit diesem Gesicht. Mit diesem Gesicht da drauf ist so nice. Alter, wir können auch Lars kurz auf den elektrischen Stuhl setzen. So. Jawohl. Dann nochmal den Hut drauf. Lars, du musst bald aufwachen. Aufwachen. Na, Lars, alles klar? Wieso lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Oh mein Gott, das ist echt witzig. Uiuiuiui, okay. Komm, ich wollte ihn auf jeden Fall nochmal von einem Piranha. Ja, ich hole mir einfach den Piranha. So, gucken wir mal, was der Piranha so macht. Die Piranhas greifen ihn auch einfach an. Alter, die knabbern ihn einfach komplett zu. Oh nein, der arme Lars, er wird angegriffen. Aber die Piranhas sind ja voll langweilig. Die knabbern ja nur an seiner Nase. Ich zeig euch, woran die Piranhas lieber knabbern sollten. Frag mich nicht, warum ich einen Burger auf diesem Handy habe. Aber das ist jetzt Burgermann. So, ich sag's euch, da haben die Piranhas erstmal was dran zu knabbern. So, Burgermann. Jawohl. Alter, guckt euch das an, wie dieser Piranha sich diesen Burger gönnt. Boah, krass, er hat ihn sogar schon aufgegessen. So, da ist er wieder. Der gute Roman. Na, Roman, lang nicht mehr gesehen, oder? So, gucken wir mal, was wir hier nochmal mit dem Roman machen können. Dann können wir uns auf jeden Fall hier nochmal den Erdbeben holen. Mal gucken, wie gut Roman mit einem Erdbeben klarkommt. Oh, Roman, aufpassen, da kommt ein Stein, Roman, pass auf! Wow, okay. Das
war mal ein Erdbeben. Oh Mann, die haben Steine überall. So, und dann gibt es hier noch die Rainbow Eggs. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum diese Rainbow Eggs nicht funktionieren. Sag mal nur Regen. Toll. Jetzt ist er gestorben. Er ist aber vom Regen gestorben. So, gibt aber auf jeden Fall noch ein paar Tiere, wie zum Beispiel die Fledermaus. Mal gucken, ob Roman mit den Fledermäusen klarkommt. Nein, Roman, du musst aufpassen. Oha, Fledermäuse sind ja richtig krass gewesen. Die greifen schon hart an. Guck mal, die kommen dann aus der Mitte und dann schleudern die den so richtig rum. Ja, Roman, aufpassen, aufpassen, Roman. Okay, räumen wir hier auf und machen hier erstmal Schicht im Schacht. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben auf diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.